Hey Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Ghosts Video. Heute geht es so ein kleines bisschen um den nächsten Call of Duty Teil und zwar sind wieder neue Informationen aufgetaucht. Ein amerikanischer YouTuber mit dem Namen Drifter hat jetzt schon Gameplay gesehen von MW4 und hat in seinem neuen Video so ein bisschen drüber gesprochen. Ein Link zu seinem Video ist natürlich in der Videobeschreibung, ich werde allerdings auch jetzt erzählen, was er so ein bisschen über das Gameplay erzählt hat. Noch ein kurzer Hinweis, es gibt so ein paar Bezugspunkte zum letzten Video von mir, falls ihr das noch nicht gesehen habt, Link dazu in der Videobeschreibung. Letztendlich meint eben Drifter, dass der Shooter auf jeden Fall in der Zukunft spielen wird. Das heißt, wir bekommen nochmal einen Shooter in der Zukunft. Die ganze Sache ist aber nicht so krass, das heißt, man hat keine Jetpacks und Mechs oder so ein Kram, sondern es ist alles sehr realistisch gehalten, aber halt in der Zukunft. Er hat außerdem eine Waffe gesehen, da konnte er nicht genau sagen, was für eine Waffe das war. Ein Sturmgewehr, ein LMG oder eine Shotgun oder so, irgendwas Großes auf jeden Fall. Allerdings wurde die in dem Gameplay nicht abgefeuert. Was er allerdings gesehen hat, war der Schriftzug auf der Waffe, und zwar heißt die Waffe Atlas und noch irgendwelche Zahlen. Dann spricht er ein bisschen über das dynamische Licht, das heißt, das Licht soll jetzt ziemlich gut sein und die Reflexionen, die das Licht macht, die sollen alle sehr echt sein, das heißt, man sieht es wirklich, wenn das Licht irgendwie auf die Waffe fällt, dann glänzt die Waffe an den Stellen und es soll alles sehr, sehr echt aussehen. Außerdem meint er, dass die ganze Sache ein First-Person-Shooter ist, was ja schon klar war. Sledgehammer Games hat ja nach FPS-Entwicklern gesucht die ganze Zeit, das heißt, das war auf jeden Fall klar. Und es ist so, dass er ein bisschen geguckt hat, was denn die ganzen Soldaten so anhaben. Viel hat man natürlich nicht gesehen, nur die Arme, denn es war so, dass das Gameplay auf einer Map entstanden ist, auf der sonst niemand zu sehen war. Das heißt, man hat wirklich nur die Arme von den Charakter gesehen, einfach weil keine anderen Charaktere natürlich da waren. Und er hat gemeint, dass es eben so war, dass da Gadgets auf jeden Fall zu finden waren, allerdings jetzt nicht irgendwie was total krasses wie irgendwie irgendwelche Schalter und Leuchtdinger in der Haut, sondern eben einfach so Gadgets wie ein PDA oder ein kleiner Bildschirm, also eher was Gewöhnliches. Er hat letztendlich nur eine Map gesehen und zwar war das anscheinend ein Kraftwerk und auf dem Kraftwerk waren auch einige Turbinen, die sahen sehr modern aus, aber haben noch an Turbinen erinnert. Er vergleicht die ganze Sache so ein bisschen mit Oblivion, das heißt, das ist so ein Film mit Tom Cruise, der spielt in der Zukunft und da glaube ich meint er so ein bisschen damit, dass eben die ganze Sache sehr modern, sehr futuristisch aussah, aber immer noch so Grundelemente hatte und halt trotzdem sofort als Turbine erkannt werden konnte. Er hat auch ein bisschen was über die Texturen gesagt, und zwar sind die Texturen anscheinend sehr hochauflösend und gut. Man hat nicht immer Texturen gehabt bei dem Gameplay, das heißt, oft waren noch Platzhalter-Texturen da, wie zum Beispiel bei der Battlefield-Beta, ich denke, so kann man sich das vorstellen, halt einfach noch eine weiße Fläche und man weiß halt gut, das bleibt sicherlich nicht so, denn das sieht einfach nur total scheiße aus. Er meint außerdem, dass er auf einem Bildschirm auf der Map die Golden Gate Bridge gesehen hat. Da ist er sich nicht hundertprozentig sicher, weil das Bild sehr verschwommen war, aber anscheinend war es oder könnte es die Golden Gate Bridge gewesen sein und darüber stand sehr verschwommen Countdown. Das ist sehr interessant, denn das bestätigt so ein bisschen das Video, was ich am Sonntag gemacht habe. Da hat ja jemand auf Twitter gepostet, dass er eben so ein bisschen Informationen zum nächsten Call of Duty Teil hat. Er hat eben gemeint, dass ein Teil der Story an der Golden Gate Bridge spielt und dass man eben bei der Vorstellung bei Destination PlayStation Gameplays bei dieser Brücke gesehen hat. Ein zweiter Punkt ist auch noch, dass eben Drifter die gute Lichtphysik anspricht und er meint eben auch, dass die Lichteffekte und die Physik ziemlich gut war in seinem Twitter-Feed. Das heißt, anscheinend passen die beiden Informationen sehr gut zusammen und ich glaube, das untermauert auf jeden Fall nochmal den Wahrheitsgehalt. Am Ende ist natürlich trotzdem nicht sicher, aber ich finde die ganze Sache sieht sehr plausibel aus und Drifter meint auch, dass er sich sehr lange überlegt hat, ist das echt, ist das nicht echt und er meint auf jeden Fall, falls das nicht Call of Duty ist, ist es irgendein anderer Shooter, der gerade in der Entwicklung ist. Denn er meint auf jeden Fall, die Sache ist sehr, sehr aufwendig bis jetzt gestaltet, selbst mit den fehlenden Texturen und es wäre viel zu aufwendig für einen Streich und es wäre auf jeden Fall viel zu aufwendig, wenn irgendwer wirklich diese ganzen Elemente selbst gemacht hätte. Denn letztendlich hat der Typ, der geleakt hat, ja nichts davon, denn sein Name taucht nirgendwo auf. Schreibt mir mal eure Gedanken dazu in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich persönlich muss sagen, ich bin nicht abgeneigt von einem Zukunftsshooter. Ist mir eigentlich ein bisschen egal, das Setting. Solange das Gameplay stimmt, bin ich auf jeden Fall dabei. Das war's jetzt. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und falls ihr weiterhin Call of Duty News sehen wollt, dann lasst ein Abo da. Das war's von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.